Nächster Redner ist jetzt Lukas Hammer von den Grünen. Herr Staatssekretär, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Verkehr ist in der Klimapolitik unser absolutes Sorgenkind. Seit 1990 sind die CO2-Emissionen statt zu sinken um 75% gestiegen. Das heißt, wir haben hier eine komplett falsche Entwicklung in den letzten Jahren. Und was ist daher unser Ansatz? Der Ansatz ist, dass wir, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir leistbare Alternativen zum Auto schaffen müssen. Was heißt das? Öffi ausbauen, Öffis billiger machen und den Fuß- und den Radverkehr fördern. Genau das machen wir auch. Wir haben Rekordbudgets für den Öffi-Ausbau, wir haben das Klimaticket, mit dem wir die öffentlichen Verkehrsmittel billiger machen, wir haben ein Rekordbudget für den Ausbau von Fuß- und Radwegen. Wir schaffen leistbare, bequeme und umweltfreundliche Alternativen zum Auto. Wenn schon Autos auf den Straßen sind, wenn Autos gekauft werden, dann möglichst CO2-arme oder CO2-freie Autos. Wie machen wir das? Der Kollege Veratschnik hat es schon erwähnt. Wir haben einerseits ein sehr großes Budget für den Ankauf von Elektroautos und andererseits haben wir die sozial-ökologische Steuerreform. Und die hat ja nicht jetzt begonnen, sondern die hat ja schon letztes Jahr begonnen mit der Ökologisierung der Nova. Was haben wir da gemacht? Wir haben eine sozusagen CO2-Differenzierung eingeführt, dass es einen sehr großen Anreiz schon beim Kauf gibt, CO2-sparende Autos zu kaufen. Und die allergrößten Stinker, die werden richtig teuer. Ein Audi Q7 wird im Jahr 2024, das ist einer der CO2-stärksten Autos, 40.000 Euro Nova zahlen müssen. Ich weiß, da kriege ich nur von meiner Fraktion Applaus. Auf der anderen Seite, was wir dieses Jahr machen, dass wir einen CO2-Preis einführen, der mit der Zeit immer mehr wird, der ansteigen wird. Und ich bin sehr stolz darauf, dass wir das geschafft haben. Immerhin haben ÖVP, SPÖ und natürlich FPÖ vor der letzten Wahl gesagt, dass sie gegen eine nationale Einführung eines CO2-Preises sind. Wir haben uns trotzdem geeinigt. Ich glaube, wir haben einen sehr sozialverträglichen Weg gefunden. Natürlich stimmt das. Die Neos sind die einzige Fraktion, die auch schon immer gesagt haben, ja, wir wollen einen CO2-Preis einführen. Und ihr habt uns auch relativ stark dafür kritisiert, dass der CO2-Preis, den wir jetzt einführen, wenig Lenkungswirkung hat und dass der CO2-Preis zu niedrig ist. Ich gebe vollkommen offen zu, mir wäre ein höherer CO2-Preis mit einer größeren Lenkungswirkung natürlich auch lieber gewesen. Aber ihr verweist dann immer gerne, so wie du es auch jetzt gemacht hast, Kollege Bernhard, auf euer Modell eines energiepolitischen Steuerpakets. Schauen wir uns das mal an. Du hast es schon erwähnt, euer CO2-Preis soll auf 350 Euro die Tonne steigen. Der steigt langsam, aber nehmen wir einmal an, 2024 wäre er schon auf 350 Euro. Im Gegenzug aber wollt ihr fast alle Umweltabgaben und Umweltsteuern abschaffen. Die Nova, die motorbezogene Versicherungssteuer und die MÖST. Gut. Wenn wir uns das anschauen, 2024, wenn wir dann die realen CO2-Preise vergleichen und das auf den Dieselpreis umrechnen, dann wären wir mit eurem Modell 2024 beim Dieselpreis um 38 Euro teurer, also mehr Anreiz, mehr Lenkung als bei uns. 38 Cent auf den Liter. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, euren höheren CO2-Preis würde ein Autofahrer niemals spüren, weil er sich beim Kauf der Nova und dann später durch den Entfall der motorbezogenen Versicherungssteuer so viel Geld spart, dass er das Auto dreimal zu Schrott fahren kann und immer noch mehr Geld hat am Schluss, weil er sich am Anfang so viel gespart hat. Ich habe mir ein Beispiel angeschaut, weil ich das genauer wissen wollte. Könnt ihr euch auch nachrechnen, ich gebe euch nachher gerne die Zahlen. Ein VW Tiguan, einer der meistgekauften Autos in Österreich, zahlt im Jahr 2024 3.322 Euro Nova und dann muss ich jedes Jahr knapp über 1.000 Euro motorbezogene Versicherungssteuer zahlen. Hat einen Verbrauch von 6 Liter pro 100 Kilometer, das heißt, ich zahle in eurem Modell 2,3 Euro mehr pro 100 Kilometer. Allein durch den Entfall der Nova spare ich mir bei eurem Modell so viel, dass ich mit dem Tiguan 145.000 Kilometer fahren könnte. Das ist bei dem durchschnittlichen Fahrleistung sind das 11 Jahre. Das heißt, ich fahre 11 Jahre quasi umsonst.
In diesen 11 Jahren fällt aber auch noch motorbezogene Versicherungssteuer an in der Höhe von 11.500 Euro. Was das heißt, wenn man das zusammenrechnet, da bin ich schon auf 652.000 Kilometer, die ich mit eurem Modell fahren könnte, wo der Preis noch überhaupt keine Lenkungswirkung hat. Ihr schafft es mit eurem Modell, und wir können das gerne auch diskutieren, ihr schafft es mit eurem Modell einen massiven Anreiz dazu, sich die allergrößten Stinker einzukaufen, weil es mir vollkommen egal sein kann, wie hoch der CO2-Preis ist. Und das Absurde ist, weil wir die Nova reformiert haben und die allergrößten Stinker eine sehr hohe Nova haben werden beim Kauf, die dann bei euch entfällt, ist es sogar ein Anreiz bei eurem System, möglichst große, möglichst CO2-fressende Autos zu kaufen. Ihr gebt es vor, sozusagen ein klimapolitisches Steuermodell zu haben, aber ihr gebt den Leuten eigentlich eine lebenslange Tankkarte. Aus meiner Sicht, und das ist das, was wir in der Diskussion hin und wieder vergessen, wenn wir über den CO2-Preis sprechen. Ein CO2-Preis ist wichtig, auch in der Mobilität, weil es eine Lenkungswirkung hat. Und ja, ich gebe zu, ich hätte auch gerne mehr Lenkungswirkung. Aber er ist eben nicht alles. Wir haben einen anderen Weg gewählt. Wir sagen, ja, es muss diese Lenkungswirkung schon beim Kauf haben. Das heißt, auch mit der Nova. Wir haben die Nova ökologisiert, wir haben einen CO2-Preis eingeführt, das ist auch in diesem Budget enthalten. Alles andere hilft vielleicht bei der Profitmaximierung von Autokonzernen, aber sicher nicht dem Klima. Danke.